Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, wie ihr bestimmt schon im Titel gelesen habt, ist das jetzt gewissermaßen das Video von den Vorbereitungen zum Abschied. Also es ist noch nicht das Abschiedsvideo, das kommt dann noch. Aber mittlerweile treffen wir gewissermaßen schon hier Vorbereitung, weil heute ist Freitag und am Mittwoch, also nächste Woche, kommt meine Mutter aus Deutschland und dann reisen wir hier noch irgendwie 2-3 Wochen rum in Costa Rica. Dann bekommt ihr noch mal ein bisschen was von den Landschaften hier zu sehen. Da kommen dann auch noch mal ganz viele Videos. Ja, und danach geht es dann halt zum Flughafen schon. Und dann muss ich mich dann schon von meiner Gastfamilie verabschieden. Das wird dann auch noch mal relativ emotional, schätze ich. Ja, auf jeden Fall war gestern dann mein letzter Schultag. Und da haben sie mir eine kleine Überraschungsparty geschmissen. Jetzt bellt unser Hund gerade. Das war auf jeden Fall richtig schön und traurig, auf jeden Fall. Da haben sie mir hier so, kann ich gerade mal zeigen, mir ein Foto von der ganzen Klasse gewissermaßen, wo ich auch drauf bin, geschenkt. Das ist echt richtig süß, finde ich, von der Klasse. Und hier haben wir so eine Costa Rica-Fahne, guck mal, die zeige ich euch gerade mal. Haben sie mir gewissermaßen geschenkt, die hing dann. Und dann haben die alle darauf unterschrieben. Und gute Reise und sowas haben die drauf geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Das ist auf jeden Fall echt richtig cool, finde ich. Haben alle drauf unterschrieben, sogar der Lehrer hat irgendwie so einen Stempel von sich drauf gemacht und so. Also es war echt irgendwie richtig schön. Dann haben wir noch Pizza bestellt und haben Pizza gegessen. Das war echt ein richtig schöner Tag. Jedenfalls habe ich mich dann auch von denen verabschiedet. Also es war jetzt gewissermaßen dann gestern der letzte Tag, wo ich meine Mitschüler gesehen habe. Und das war auch echt irgendwie traurig, weil die Mitschüler hier, finde ich, irgendwie sind ganz anders als die von Deutschland. Die haben einen, natürlich, wenn man auch irgendwie besonders als Austauschschüler ist man ja auch irgendwie was Besonderes. Aber auch so fand ich, dass sie hier irgendwie ein sehr viel stärkeres Gruppengefühl hatten und dass das auch irgendwie hier, dass die mich sehr viel schöner in die Arme genommen haben, finde ich. Also es ist auf jeden Fall echt traurig gewesen und ich hatte auf jeden Fall eine echt schöne Zeit in der Schule. Ja, und wie gesagt, dann kommt nächste Woche meine Mutter aus Deutschland. Dann lernt meine Gastfamilie auch meine Mutter aus Deutschland quasi kennen. Das wird auch bestimmt nochmal lustig. Und dann machen wir alles zusammen, also meine Gastfamilie, ich und meine Mutter, machen wir dann alle zusammen eine zweitägige Reise zum Rio Celeste. Da werdet ihr dann auch noch ein Video von zu bekommen. Und ja, dann geht meine Gastfamilie, die fahren dann wieder zurück hier zu unserem Haus und meine Mutter und ich reisen dann noch weiter durch Costa Rica. Das wird auch nochmal richtig schön. Da werden wir auch noch recht viele Landschaften von Costa Rica sehen, was ja bisher noch nicht so viel der Fall war. Da wollte ich euch nämlich auch gerade mal noch was zu sagen, denn wir haben ja jetzt irgendwie, ich habe jetzt in dem ganzen Auslandsjahr nicht so richtig viel. Ich war zwar auf der Isla Tortuga und waren bei den Wasserfällen, bei den Tucans und so, das haben wir ja alles gesehen. Aber irgendwie war ich nicht so richtig viel unterwegs in Costa Rica. Und am Anfang fand ich irgendwie, dass das ein bisschen schade war, weil ich habe mir das am Anfang auch irgendwie anders vorgestellt. Ich hatte irgendwie gedacht, dass ich herkommen würde, um quasi das Land kennenzulernen. Also ich meine, das habe ich natürlich auch, aber größtenteils hat sich das irgendwie bei mir ein bisschen meine Meinung dazu geändert, denn ich fand, dass ich eigentlich viel mehr hier war, um die Kultur und die Menschen kennenzulernen. Und vor allem aber auch halt, habe ich halt auch irgendwie eine zweite Familie noch dazu bekommen. Also es ist irgendwie ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Ich habe mir zwar schon irgendwie gedacht, dass ich dann irgendwie hier eine Familie hätte, aber ich hatte nicht gedacht, dass das so eine enge Beziehung werden würde, wie es dann doch letztendlich geworden ist. Und das finde ich echt irgendwie richtig schön. Und das wird bestimmt auch noch richtig traurig am Flughafen dann. Aber jedenfalls haben wir halt noch nicht so richtig viel vom Land gesehen. Das kommt dann zwar noch, aber irgendwie finde ich das auch gar nicht so schade, denn die ganzen Erfahrungen, die ich jetzt hier mit der Familie gemacht habe, die finde ich irgendwie viel wertvoller als alles andere, was man irgendwie an Natur oder Städten oder Sehenswürdigkeiten hätte sehen können. So, wir sind jetzt auf jeden Fall hier die letzten Vorbereitungen am Treffen und dann, nachdem ich die Reise mit meiner Mutter gemacht habe, dann geht es dann halt auch auf die letzten Tage zu und dann geht es zum Flughafen und von dort aus wieder zurück nach Deutschland. Ich kann es mir irgendwie noch gar nicht richtig vorstellen, wie das dann wird im Flughafen und im Flugzeug. Das wird bestimmt noch richtig merkwürdig und traurig, schätze ich auch. So, und guckt mal gerade hier, den habe ich euch gerade mal noch mal ganz kurz zum Abschluss geholt. Die wolltet ihr bestimmt auch noch mal sehen. Nämlich, das ist jetzt der Weiße.
der weiße Hund, den Chasta, unsere Hündin, vor kurzem geboren hat, falls ihr euch noch erinnert. Und guck mal, wie groß der jetzt schon ist. Also der ist riesig, der ist zwar nicht ganz sauber, aber der ist riesig. Also die sind schon fast erwachsen, die sind zwar noch nicht so groß wie Chasta, aber in einem Jahr oder so sind die das bestimmt. Ja, und damit würde ich sagen, war es jetzt auch wieder von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wurde jetzt ein paar Mal unterbrochen von den Hunden oder dem Hahn hier. Tut mir leid dafür, aber auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann wieder im Rio Celeste bei der nächsten Reise. Und danach reisen wir, wie gesagt, noch durch Costa Rica. Da gibt es auch noch dann richtig viele Videos zu. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, macht's gut.